wegen der Randale. Das, meine Damen und Herren, war der handwerkliche Teil der Sendung. Wie man mit körperlichem Einsatz über die Stränge schlägt und physisch Amok läuft. Und jetzt zur intellektuelleren Art der Randale, die vielleicht weniger zerstört, aber genauso verletzend sein kann. Perfekt zelebriert durch den Altmeister des verbalen Amoklaufs. Hier ist Klaus Kinski auf Platz Nummer 17. Ein früher Sonntagmorgen im Jahre 1971. Schon ein paar Tage her. Wir sehen Menschen, Fotoapparate und Kameras. Soweit alles normal. Nur der hier interviewt werden sollte, war so gar nicht normal. Das ist doch Klaus Arschloch Kinski. Da war ich ein einziges Mal. Sonst geh sofort nach Hause. Ein Beknackter. Der ist ein Irrer. Der abgedrehteste Schauspieler, glaube ich, den Deutschland je hatte. Klaus Kinski, ein Genie als Schauspieler. Ich bin Graf Dracula. Als Interviewpartner zeit seines Lebens unberechenbar. Fragen mich zum Beispiel vollkommen stumpfsinnige Sachen und wissen nicht, dass ihre ganze Fragerei, das ist das schon, dass sie eigentlich die Antwort, die sie von mir wollen, sich selber geben müssten. Die Reporterin, die Klaus Kinski interviewen durfte, sollte, musste, hatte per se schon mal die Arschkarte gezogen. Klinskis Tobsuchtsanfall bei diesem Fernsehinterview ließ auch nicht lange auf sich warten. Der Ausraster gilt bis heute als einer der spektakulärsten TV-Skandale. Da Sie doch an sich doch auch nur angestellt sind von Ihrer verfluchten Firma da, haben Sie überhaupt kein Recht, mir in den Mund zu fahren. Haben Sie es verstanden oder nicht? Ich spreche nicht, weil ich Interview für Millionen von Menschen und nicht für Sie. Kinski war einfach ein völlig anderer Charakter als das, was man sonst so an Schauspielerei kannte. Er hat ja auf dem Set, auch wenn er gedreht hat, hatte die Regisseure teilweise in den Wahnsinn getrieben. Schrei ich oder schrei ich nicht? Klinski, der ewig Zornige. Bei Dreharbeiten zum Werner Herzog-Film Fitzger Halbe im Amazonas 81-82 ließ Klinski seine unbändige Wut am Produktionsleiter aus. Herzog zeigte diese Aufnahmen später im Fernsehen. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Ich glaube, wir sind uns darüber im Klaren, dass Klaus Kinski einen an der Waffel hatte. Er war wirklich ein Irrer, war getrieben von seiner eigenen Genialität. Das ganze Team stand da und guckte in die Luft und keiner sagte was. Und er brüllte also alles an, ging immer wieder weg, kam immer wieder. Du hast mir bestimmt mal nicht zu fressen, kriege? Das werden wir erleben, das ist nichts. Das. Fast hätte Kinski diesen Tobsuchtsanfall im Urwald nicht überlebt. Gegen Schluss boten mir die Indianer an, dass sie den Kinski ermorden würden für mich. Sie sagten, sollen wir ihn töten für dich? Und ich sagte, nein, um Gottes Willen, ich brauche ihn hier noch zum Drehen. Wozu der egomane Kinski fähig ist, wenn ihm was nicht passt, hatte er ja schon bei diesem Fernsehinterview 10 Jahre vorher gezeigt. Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, um mir ein Interview zu machen. Ich glaube, wenn ich damals die Journalistin gewesen wäre, die Klaus Kinski die Fragen gestellt hätte, dann hätte ich meinen Beruf spätestens nach dem Interview an den Nagel gehängt. Ich weiß bis heute nicht, hat er das teilweise gespielt? Oder war der wirklich so? Ich glaube, einem Reporter kann doch nichts Besseres passieren. Das ist eigentlich mal was los beim Interviewtermin. Sehenswert auch Kinskis TV-Auftritt im Jahre 1985. Dass die anfänglich nette Plauderstunde nicht nach Plan verlief, hatte sich der etwas pomadige Moderator aber auch selbst zuzuschreiben. Wenn Sie sich beherzigen, ist Ihre Karriere zu Ende, wenn Sie je eine hatten. Hey, fuck you. Ja, das finde ich prima. Meine Damen und Herren, wir hatten dafür vorgesorgt. Zum ersten Mal hat er sich selber... Shit! Shit! Andere hätte man schon für weniger in die Zwangsjacke gesteckt. Klaus Kinski dagegen spielte zeitlebens den zornigen Mann. Konsequenzen hatte das nie. Es traute sich niemand, ihn wegen der Beschimpfungen vor Gericht zu bringen. Mit Klaus Kinski, da ist wirklich ein ganz großer gegangen und da ist auch nie ein zweiter, hat diese Bühne betreten und hat sich so gehen lassen, wie das Klaus Kinski aber wirklich in jeder Lebenslage gemacht hat. Seit er nicht mehr da ist, Kinski starb 1991, ist es ruhiger, aber auch ein bisschen langweiliger geworden in der Welt der Stars und Sternchen. Leck mich doch am Arsch! Shit! Von einer Analphabetin muss ich so Quatsch erzählen lassen! Sehr nett. Werner Herzog hat Kinski also nur deshalb nicht von den Indios umbringen lassen, weil der Film noch nicht fertig war. Auch ein schöner Nachruf.